Der kultigste Grill Oberbayerns. Er ist wieder am Glühen. Genauso wie die Karten von Schiri, Roman, Potemkin. Billig verliert den Ball. Es gibt den Kontakt. Und Potemkin bleibt keine andere Wahl, als Billig nach 12 Minuten runterzuschicken. Aber Schweinfurt auch in Unterzahl besser. Görtlers starkes Dribbling wird nicht belohnt, scheitert am Pfosten. Freistoß Buchbach durch T. Reingelöffelt, auf wen wohl? Ja klar, auf Löffler. 1-0 Buchbach. Aber Paulus im Schnüdelkasten sieht dann nicht wirklich gut aus. Wir sind kurz vor der Halbzeit. Christopher Kratschun, Ausgleich. Tolle Moral der Schweinfurter. Gerd Klaus konnte durchaus zufrieden sein. Wir sind tief in der zweiten Halbzeit. Erst ein normaler Zweikampf und dann soll Christian Buccia nachgetreten haben gegen Kevin Ferry. Für mich viel Theatralik. Es gab dann tatsächlich Rot für Buccia, also Ausgleich nach Platzverweisen. Ja, aber ob die Rolle hier nochmal sein muss, für mich ist diese rote Karte deutlich zu hart. Nachspielzeit. Wieder Kratschun, aber jetzt ist Keeper Strobel auf dem Posten. Ein, naja, Highlight haben wir noch. Löffler senzt Haller um. Der Platzverweis ist unschrittig. Löffler hatte schon gelb. Danach war Schluss. Drei Platzverweise, zwei Tore. Buchbach und Schweinfurt trennen sich 1-1.